Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von StarCraft 2 Wings of Liberty. Wir haben in der letzten Episode ja die Folge die Mission Epidemie abgeschlossen und fahren einfach mal fort. Wieder sehen wir einen wunderschönen Ladebalken mit unserer Hyperion im Hintergrund. Und ich bin mal wirklich gespannt, wo Dr. Errol Hansen ihre Kolonisten jetzt hinbringen wird, nachdem Meinhof ja verseucht wurde von den Zerg. Und wir die alle vernichtet und zerstört haben. Diese Zergseuche haben wir quasi weggebrannt. Na, Ladebalken. Komm, beweg dich noch ein bisschen weiter. Komm. Schiffsmesse der Hyperion, 11.15 Uhr, Bordzeit. Danke, dass Sie zugeschaltet haben. Unsere Reporterin Kate Lockwell berichtet live vom Flüchtlingsschiff Skinner 2, das sich aktuell im Orbit von Meinhof befindet. Donny, die Opferzahlen hier draußen erreichen schwindelerregende Höhen. Enorme Flüchtlingsflotten kämpfen darum, die sicheren Kernwelten zu erreichen, und längst nicht alle werden es schaffen. Es herrscht Mangel an Wasser, Nahrung und Hoffnung. Kate, wir werden später noch über die Pläne der Liga zur Rettung dieser Welten sprechen. Unter den Flüchtlingen wird viel über eine mögliche Rettung gesprochen. Und es scheint, dass sie ihre Hoffnungen zumeist auf paramilitärische Gruppierungen und Rebellen wie Jim Raider... Vielen Dank, Kate. Live von einem Flüchtlingsschiff über Meinhof, wo alle sehnsüchtig auf die Rückkehr der Liga warten. Sie sehen jetzt einen Vermilion-Kommentar zum Thema Flüchtlinge. Sind sie wirklich unsere Verantwortung? Du bist ein echter Menschenfreund, Donny. Tja. Ja, dieser Donny Vermilion wird mir einfach nicht sympathisch. Völlig egal, was er macht. Die Schiffsmesse hatten wir ja letztes Mal schon uns angeschaut. Hat den Zeitgeist was Neues zu sagen? Diese Kolonisten haben echt ein ernsthaftes Zergproblem. Ach was, hätte ich gar nicht bemerkt. Was können wir denn bei den Söldnern machen? Okay, wir können weiterhin nur die Devil Dogs anheuern. Aber das sind ja Feuerfresser und die mag ich ja nicht wirklich. Die Marke hatten wir auch schon. Wir haben Forschung freigeschaltet und wir können jetzt ins Labor gehen. Da gehen wir doch auch gleich mal hin. Gesehen habe, musste ich sofort über meine besonderen Projekte nachdenken. Hey, ganz ruhig, Statman. Was meinst du mit Projekte? Bist du hier unten etwa am Herumforschen? Noch nicht, Sir. Mir fehlen noch immer einige Exemplare, um anfangen zu können. Sobald ich die habe, können wir einige Verbesserungen an unseren Waffensystemen und Taktiken vornehmen. Na, da bin ich ganz Ohr. Was brauchst du? Alles Mögliche. Ich habe die Einzelheiten in unsere Datenbank eingegeben. Wenn Sie auf einer Mission über etwas stolpern, das wir brauchen, werden Sie automatisch informiert. Jagt dabei aber nicht das Schiff hoch. Okay, Statman? So, was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Artefakt. Schauen wir doch gleich mal nach. Ich hoffe, das Ding war die Mühe auch wert. Es ist wirklich faszinierend, Commander. Die vorläufige Analyse legt nahe, dass die Energiesignatur dieses Objekts das Zehnfache der Strahlung von bisher katalogisierten Alien-Artefakten emittiert. Prima, Statman. Fang aber bitte nicht an, drin rumzustochern. Bei unserem Glück öffnet sich sonst noch ein schwarzes Loch und verschluckt das ganze Schiff. Meine Güte, mit einem derartigen Potenzial hatte ich beim besten Willen nicht gerechnet. So, hier haben wir noch einen leeren Tank. Hier haben wir einen Zerg-Tank. Schauen wir doch mal da rein. Statmans Logbuch, Eintrag 2139. Die geborgene Zerg-Probe wächst noch immer. Ich habe eine Proteinlösung hinzugefügt. War eventuell ein Fehler. Oh oh. Auf zellularer Ebene weist die Probe Stämme aller uns bekannten Zerg-Kreaturen auf. Aber auch viele andere Stämme, die mir unbekannt sind. Es wird eine Weile dauern, alles untersucht, aber ich habe bereits damit begonnen. Entschuldigung. Aber ich habe bereits damit begonnen, Daten von einer Ultraliskenzelle zu extrahieren. Dabei habe ich eine Spornkrabblerzelle gefunden, die Aufschluss über ihre instinktiven Bedrohungs-
Erkennungsroutinen gibt. Aha. Okay. So, dann haben wir hier noch die Forschungskonsole. Nehmen wir auch gleich mal rein. Okay. Protoss-Fortschritt hier links. Derzeitiges Forschungslevel 0. Ja. Hier rechts haben wir den Zerg-Fortschritt 8. Wählen Sie ein Forschungsprojekt. Falkenturm. Bestückt alle Bunker mit einem automatisierten Geschütz oder befestigter Bunker. Bunker erhalten plus 150 Trefferpunkte. Wenn ich da jetzt draufklicke. Ah ja, dann sehen wir hier, die Bunker haben automatische Geschütze und feuern auch, wenn keine Marines drin sind. Das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Der Text dazu. Falkenturm. Stattet alle Bunker mit einem automatisierten Geschütz aus. Wir haben ein automatisiertes Geschütz entwickelt, das nun zur Grundausstattung aller Bunker gehört. Dieses Geschütz, das auf unserer Erforschung der Sporenkrabbler beruht, verleiht bemannten Bunkern zusätzliche Feuerkraft und macht es unbemannten Bunkern möglich, zur Verteidigung der Basis beizutragen. Aha. Schauen wir uns gleich mal den befestigten Bunker an. Befestigter Bunker. Bunker erhalten plus 150 Trefferpunkte. Dieses verbesserte Bunkerdesign, inspiriert vom Exoskelett der Ultralisken, fügt dem Dach des Bunkers einen gehärteten Panzer hinzu. Dieser Panzer erhöht den Schaden, den der Bunker absorbieren kann, drastisch. Ja. Das heißt, ich könnte jetzt natürlich auf extreme Feuerkraft bei den Bunkern gehen, indem ich den Falkenturm auswähle. Und wenn ich dann in der Arsenalkonsole noch zwei Bunkerplätze hinzufüge, hätten wir dann 6 Marines im Bunker plus jeweils einen Turm mit dem Zwillingsgeschütz drauf. Das dürfte doch einiges an Feuerkraft darstellen. Oder dann natürlich, ich verbessere die Bunker so weit, dass sie mehr aushalten. Was natürlich auch nicht verkehrt sein kann. Ich glaube, man kann hier nur eines wählen. Und ich gehe mal auf Standfestigkeit. Also, dass unsere Bunker mehr aushalten. Warnung. Das Forschungsprojekt Befestigter Bunker verhindert das Forschungsprojekt Falkenturm. Sobald die Entscheidung gefallen ist, kann sie nicht mehr rückgängig gemacht werden. Möchten Sie die Forschungsauswahl bestätigen? Ja, möchte ich. So, das heißt, wir brauchen noch zwei weitere Forschungspunkte. Bei den Zerg, da können wir entweder den Inferno-Turm oder die planetare Festung erforschen. Aha. So. Ich glaube, hier im Labor sind wir fertig. In der Schiffsmesse waren wir schon. Gehen wir mal zum Arsenal. Hat denn Swan was Neues zu vermelden? Ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal nach Meinhof komme. Wir haben uns damals fast totgeschuftet, um auf diesem Schutthaufen überleben zu können. Und von den Kelmorianern ausgenommen zu werden. Bis wir uns aufgelehnt haben, verstehst du? Da hat es uns einfach gereicht. Kann ich gut verstehen. Manchmal muss ein Mann einfach für seine Rechte kämpfen. Zum Teufel, wir waren einfach nur dumm. Im Recht zu sein hilft einem wenig gegen Gaussgewehre und Kampfschreiter. So viele sind für nichts gestorben. Wenn du nicht gekommen wärst... Hey, deine Leute haben ihre Freiheit teuer erkauft. Mit ihrem eigenen Blut. Matt und ich waren nur froh, euch helfen zu können. Okay. Dann schauen wir doch mal auf die Arsenalkonsole. Was haben wir denn hier? Wir können weiterhin die Sanitäter aufbessern, und zwar, dass ihre Ziele schneller und effizienter heilen. Kostet uns die Hälfte unseres Geldes. Aber mache ich auf jeden Fall. Dann Fahrzeuge, den Hellion, können wir mit dem Doppelflammenwerfer aufwerten. Aha. Okay. Text unten links, Doppelflammenwerfer. Verdoppelt die Breite des Hellion-Flammenangriffs. ATVX hat eine Doppelversion des Hellion-Flammenwerfers entwickelt. Dieses Modell stößt eine doppelt so breite Flamme aus wie das Original. Hellions können nun ganze Gruppen von Feinden in sich überlagernde Flammen tauchen. Ja, das ist doch gar nicht schlecht, oder? Die Thermitdrähte. Hellions Versuch verursachen gegen leichte Rüstung zusätzlich plus 10 Schaden.
Dieses Upgrade verstärkt die Flammen des Hellions mit kleinen Thermitfragmenten. Diese Thermitfragmente brennen sich sofort durch leichte Rüstung und fügen den Vitalfunktionen des Ziels zusätzlichen Schaden zu. Für eine kleine Investition können ihre Hellions zum Gegenstand von Neid und Bewunderung aller militärischen Organisationen im Sektor werden. Okay. Ja, aber ich glaube, das möchte ich nicht. Ich kann jetzt weiterhin die Bunkerplätze um 2 erhöhen. Kostet uns 50.000. Das nehme ich doch mal, weil dadurch, dass unsere Bunker ja jetzt mehr Hitpoints haben und wir jetzt noch 2 Marines mehr drin haben, also reinstecken können, dürfte sich das doch ganz gut ausgehen. Aber gehen wir mal auf die Brücke. Na, Ariel, schon einen passenden Planeten für deine Leute gefunden? Ja, ein unbewohnter Planet namens Haven. Er befindet sich am äußeren Rand des Protoss-Raums. Er scheint aber soweit sicher zu sein. Das wird ausreichen müssen. Deine Leute sollten sich besser eine Weile still verhalten. Sind sie beide nicht beunruhigt, dass die Kolonisten verseucht sein könnten? Wie können sie das auch nur in Betracht ziehen? Sie sind alle kerngesund. Das hoffe ich, Ariel. Mit den Protoss ist nicht zu spaßen, was Verseuchungen angeht. Du solltest auf jeden Fall damit anfangen, an einem Heilmittel gegen den Zerg-Virus zu arbeiten. Aus schulmedizinischer Sicht würde ich sagen, es ist unmöglich, ein Heilmittel zu finden. Das Virus mutiert zu schnell. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Sieh einfach, was du tun kannst. Mehr verlangt keiner. Okay. Haven. Wo ist eigentlich Tychus? Ach, ja, stimmt, der ist ja in der Schiffsmesse. Hatte ich gerade fast vergessen. Hatte Matt Horner noch was zu sagen? Kerrigan hat ein paar neue Tricks gelernt. Die Verseuchung auf Meinhof schien besonders virulent. Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Sein eigenes Ich zu verlieren. Und sich dabei immer mehr in ein verdammtes Monster zu verwandeln. Wenn auch nur einer von Dr. Hansons Leuten auf Haven infiziert ist. Ich weiß. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bevor die Protoss nach ihnen suchen. Aber ich habe immerhin schon einiges mit dem Protoss durchgemacht. Sollte es je so weit kommen, kann ich sie vielleicht beruhigen. Okay. Mit Frau Dr. Hansen haben wir gerade schon gesprochen. Werfen wir doch mal einen Blick auf die Sternenkarte, was die neuen Missionen angehen. Ich kann jetzt entweder nach Monlith oder nach Redstone. Schauen wir erstmal Monlith an. Die Jungs von Möbius meinen, dass es noch ein Artefakt auf einem Planeten namens Monlith gibt. Angeblich wird es von Protoss bewacht, von Fanatikern, die sich Tal'Darim nennen. Jetzt werd aber nicht sentimental, weil du meinst, dass diese Tal'Darim deine alten Protoss-Kumpels sind. Das sind sie nämlich nicht. Okay, also. Das Zelnaga-Artefakt sicherstellen gibt 110.000 Credits und 4 Protoss-Forschung. Schauen wir uns nochmal an, was auf Redstone 3 los ist. Ich habe gehört, der mächtige Jim Raynor sei wieder auf Achse und knapp bei Kasse. Der Planet Redstone besitzt die wertvollsten Ressourcen in der Gegend. Bei der Zerg-Invasion hat das Kalmoria-Kombinat seine Sachen geparkt und alles zurückgelassen. Leute mit etwas unternehmerischem Geschick konnten dort großen Profit machen. Trefft mich auf Redstone, wenn ihr mitmischen wollt. Die Mission auf Redstone 3 bringt uns 110.000 Credits und plus 3 Zerg-Forschung. Das heißt, wir könnten das zweite Zerg-Projekt in Angriff nehmen. Außer die Einheiten, die man bekommt, sind ja auch nicht gerade unwichtig. Auf Redstone werden wir die Rächer bekommen. Das ist eine Kommandoeinheit, die Klippen hinauf und hinunterspringen kann. Auf Monlith bekämen wir die Marodeure. Das wäre eine schwere Infanterie. Wirklich eine schwierige Entscheidung. Aber ich glaube, ich gehe zunächst mal nach Redstone. Redstone-System. Was für ein Loch. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich Vulkanplaneten hasse?
Gut, dich zu sehen, Mann. Man nennt mich Torsch. Hilf mir dabei, die Mineralien abzubauen, die ich brauche. Und ich werde mich sehr erkenntlich zeigen. Wo ist der Haken? Naja, dieser Planet ist ein wenig instabil. Die tiefliegenden Bereiche werden alle paar Minuten von Lava überflutet. Natürlich liegen aber genau dort die reichsten Mineralien vorkommen. Aber für einen harten Kerl wie dich ist das bestimmt kein Problem. Sir, ich orte außerdem noch Zerg-Biosignaturen auf der Oberfläche. Wir werden einen Teil der geförderten Mineralien für Verteidigungszwecke ausgeben müssen. Je mehr wir ausgeben, desto länger wird es dauern. Lava und Zerg. Zwei Dinge, auf die ich einfach nicht verzichten kann. Bringen wir es hinter uns. War ja klar, dass es hier Gegner geben würde. Dann auch noch Zerg. Ja gut, mit Zerg haben wir inzwischen durchaus Übung. Und haben ja auch unseren Bunker auch eben wegen den Zerg auch schon abgegradet. Und ich bin wirklich mal gespannt, wie das mit der Lava dann so ist. Das heißt, ich werde wahrscheinlich meine WBFs dann da runter schicken. Dann bekomme ich wahrscheinlich wieder, wie in der letzten Mission, hoffe ich zumindest, eine kleine Warnung. Und damit ich sie wieder hochholen kann. Das heißt, es dürfte wahrscheinlich auch etwas länger dauern hier. Deswegen werde ich die Mission dann auch erst in der nächsten Folge wirklich anfangen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Bis denn.